Wobei, du weißt, einen kleinen, richtig fiesen, griffigen Haken. Ja, Freunde, da ist der nächste Kamerad. Mahlzeit, Leute. Mahlzeit. Ja, wie ihr seht, lecker Köfis, denn wir haben heute vor, mit Köderfisch am Fluss zu angeln. Genau, ein bisschen Aal, Zander und in den Abendstunden auf jeden Fall mal auf Quappe. Dafür haben wir dann spezielles Stinkespray mit. Ist zwar noch nicht ganz die Quappenzeit, aber ja, die ersten Quappenfänge hier bei uns an der Elbe werden gemeldet. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, probieren wir mal einen Tagsüber jetzt ein bisschen in Hecht und in Zander nachzustellen und dann abends auf jeden Fall schön auf Quappe. Vielleicht seht ihr es, sieht gar nicht aus wie tagsüber, sieht schon aus wie rabenfinstere Nacht. Es wird schon dunkel, aber es ist noch nicht, es ist wirklich herrlicher Tag eigentlich. Ja, das ist nicht die Dunkelheit, das ist ja voll der Regen. Also wir kriegen gerade eine richtige Regenhusche. Die soll wohl so eine Stunde, anderthalb anhalten. Gerade eben war auch blauer Himmel, als wir angekommen sind. Wort ist grau, oder? Das ist ja immer so, kennt ihr ja nicht anders von uns. Ja, wie gesagt, Holle hat ja schon das Zelt in der Hand. Als allererstes bauen wir heute mal, na was ist das Zelt? So einen kleinen Wetterschutz auf, denn ja, ihr seht, wir haben schon Kapuzen offen. Es saut wirklich gerade richtig ekelhaft runter. Deswegen schnell das Ding aufgebaut, Zeug drunter und dann hauen wir hier die Ruten raus und fangen hoffentlich mal richtig fette Hechte, Zander und Quappen. Denn Holle hatte noch nie einen, habe ich recht? Habe noch keine Quappe. Ja, also wir versuchen heute mal Holle quappentechnisch zu entjumpfern. Also, Petri, Leute. Holle, was ist los? Warum ist deine Ruten nicht aufbauen? Ich würde sie gerne aufbauen. Heute, wie das ist, wenn ich mit Marco angeln bin, ein herrliches Wetter, schöner Regen. Aber ich denke mal, Stunde ist ja spätestens vergessen. Ja, wirklich, wir sind hier angekommen. Unterwegs war wirklich noch richtig schön, geil, blauer Himmel. Ja. Ja, und wir sind eigentlich ins Dunkle gefahren. Wir hätten eigentlich in die andere Richtung der Elbe fahren sollen, oder? Wir hätten wahrscheinlich stromaufwärts fahren sollen. Also auf jeden Fall richtig schöne Katastrophe. Guckt euch das mal an hier. Also jetzt drischt gerade richtig übel runter. Aber ja, halbes vernünftige Sachen, da funktioniert das. Ihr dürft auch nicht vergessen, wir haben hier um die 2-3 Grad und dann dieses Wetter. Also da will man nicht wirklich nass werden, aber mit so halbes vernünftigen Sachen, da funktioniert das schon. Und hier dieses super Zelt auch mega schnell aufgebaut, oder? Ja, also gegen Ruckzuck kann man nicht meckern. Wirklich. Nur warum du unter meinem Zelt sitzt, hast du dir eigentlich mit? Das ist doch meins. Ne, unter meinem kannst du nicht sitzen. Der hat bestimmt seins vergessen, jetzt hat er seins. Ja, unser Zelt, sag ich mal. Ja, ist auch viel gemütlicher, wenn wir uns jetzt zwei drunter sind. Und ja, hoffen wir mal, dass der Regen gleich aufhält. Ich werde hier mal mein Zeug schon ein bisschen aufbauen unterm Zelt. Also, was ist Zelt? Wetterschutz? Zelt ist ja nicht wirklich Zelt nur ein Wetter. Aber guter Wetterschutz kann man nicht meckern. Ja. Man kann jetzt nicht drunter sitzen, einwandfrei. So, dann werden wir mal ein bisschen aufbauen und dann vielleicht eine kleine Regenlücke nutzen, um alles rauszuwerfen. Also, Petri, Leute. Na Leute, ein herrliches Wetter. Anstatt besser wird es immer schlimmer. Ich meine, ich habe auch schon mal die eine oder andere Schneeflocke dazwischen gesehen. Ja, nichtsdestotrotz, bauen wir auf. Wir sitzen ja am Trocknen und ja, bringen schnell die Ruten raus. Angeln werden wir hier ganz simpel. Ich habe hier eine Heavy Feeder Rute, 3,90 Meter, 250 Gramm Wurfgewicht, damit ich auch richtig rausfeuern kann, denn ich gehe so ein bisschen in die Buhnenmitte. Wir haben uns hier eine richtig schöne lange Buhne rausgesucht und Holle hier so am Rand an der Buhnenspitze, also total die Hotspots angeln wir ab und ja, völlig simple Montage. Ich habe hier so einen Durchlaufboom und habe mir jetzt hier so ein richtiges Tiroler Hölzchen angehangen, 100 Gramm, hau richtig raus, sodass ich in der Strömungskante liege. Vielleicht nehme ich die Rute heute Abend dann noch ein bisschen rein, aber jetzt erstmal schön an der Strömungskante, wenn wir vermuten, dass die Raubfische die Kante langziehen und dann so hochdrücken. Ja, wenn bei dem Wetter überhaupt was beißt, so, also bei Regen an der Elbe ist immer nicht so prickeln, aber ja, Wetter kann man sich nicht aussuchen, wir können nur dann angeln, wenn wir Zeit haben. Und ich werde hier dann auf jeden Fall kleine Köfis anbieten, also hier so die Größe, damit ja, ist eigentlich alles abgedeckt, Hecht, Zander, vielleicht noch ein Barsch, aber Barsch bei dem Wetter, Elbe, habe ich noch keinen gefangen, aber auf jeden Fall dann auch die Quappe, dazu nehmen wir hier so
Zwillingshaken mit oben so einem kleinen. Und natürlich hier aus unserer Köderbox. Ja, wenigstens spart man sich bei den Temperaturen schon mal ist Köderfisch dippen. Wir haben hier eingefrorene Fischchen dabei. Ja, ich werde erstmal so ein bisschen, ja, die Größe, oder? Ah, ich werde mal die Größe probieren. Also, ja, wenn eine richtige Quappe kommt, die donnert sich auch so ein Fisch weg. Wir wollen ja hier keine Babyquappen fangen, denn die haben wir ja auch. Also, vor letztes Jahr, glaube ich, oder das Jahr zuvor, habe ich wirklich mal 2, 3 so eine ganz klein gefangen. Also sind auch Nachkommen da. Sterben noch nicht aus bei uns, die Quappen. Und wie gesagt, also in letzter Zeit, man guckt dann immer, wenn man mal sowas geschickt bekommt, ganz neidisch, oh, der fängt schon Quappen, da wird man natürlich heiß. Und wenn man dann Zeit hat, wie heute, fährt man los. Und ja, das ist dann so runterdonnert. Aber wir haben gerade in der Wetter-App geguckt, es soll wohl wirklich, ja, jetzt die nächsten 20 Minuten aufhören zu regnen. Heute Abend soll wahrscheinlich noch Schnee kommen. Wir haben auch, vielleicht seht ihr das ab und zu mal so ein paar Krummel, auf der Rutentasche sehe ich es, so ein paar Krummel Schnee schon dabei. Und ja, Fischchen biete ich ja ganz einfach an. Oh, ist noch ein bisschen hart ist es noch, aber im Wasser tauen die innerhalb von Sekunden quasi auf. Gehe jetzt hier hinten einfach rein. Schön durch. Zack. Zieh das hier schön auf. Ködernadel packe ich gleich wieder in die Kiste, sonst suchen wir sie nachher wieder. Ja, zieh das hier durch und dann seht ihr den Haken hier oben, wirklich ganz fein, ganz scharfer Haken. Ja, mit reinziehen ist es nicht. Wie gesagt, Fischchen ist noch ein kleines bisschen gefroren. Haben wir eindeutig zu spät rausgenommen. Aber ja, geht schon. So, ziehen wir uns das rein. Und durch diesen kleinen Haken kann dann natürlich nicht rausrutschen. Und hier haben wir wirklich einen kleinen, richtig fiesen, griffigen Haken. So, dass wenn da die Räuber kommen, sich das vom Kopf nehmen, ja, wir direkt anschlagen können und der Fisch eigentlich hängt. Ja, ich würde sagen, obwohl es jetzt runterbrettert, kam gerade eine richtige Dings vom Zelt. Also manchmal steht ja das Wasser so, hat er schön über die Beine gekommen, aber ja, er wird es überleben. Ja, obwohl es jetzt richtig tröppelt. Eine Rute habe ich schon draußen stehen, da hängt allerdings noch nichts dran, keine Montage und so. Ich bin hart gesotten, ich habe schöne Klamotten an, können noch ein bisschen Wasser ab. Flack das jetzt einfach mal raus, denn ich will, dass hier eine Rute liegt. Vielleicht klappt es ja schon. Da hinten kommt es übrigens hell. Also, wie gesagt, kann durchaus sein, dass in 20 Minuten von dem Regen gar nichts mehr zu sehen ist. Ja, ich würde mal sagen, Holle, ich gehe ins Getümmel. Boah, das ist unangenehm hier draußen. Und flack die ganze Geschichte mal raus. Oben hört ihr es schon, habe ich ein nerviges Glöckchen dran. Oh, kaputt so, nerviges Glöckchen dran, dass ich auch die Bisse höre. Da werde ich mir nachher noch ein Knipplicht reinstecken. Jetzt, oh, ich sehe hier ist wirklich Schnee. Jetzt fatsche ich das richtig raus. Er macht sich natürlich mit so einer Langrute optimal. Holle nimmt, glaube ich, die Aalpicker in 3,30 Meter. Ich nehme aber hier die 3,90 Meter, ganz einfach, weil ich viel weiter draußen angle und natürlich so viel wie möglich Schnur aus Wasser haben will. Ja, legen wir das Ganze hier ab. So, Leute, an den Fingern ist es vielleicht kalt. Freilauf auf, den werde ich mir auch richtig fein machen. So, also was ist richtig fein? So, dass es nicht durch die Strömung verzogen wird und ja, wenn ein Fisch kommt, da ein bisschen Druck dahinter ist. Am Fluss tackern die sich das sowieso richtig weg. Da braucht man nicht so feinfühlig angeln wie am stehenden Gewässer. Ja, eine Rute ist scharf. Holle kommt es jetzt auch raus. Er schüttelt mit dem Kopf. Ja, eine Rute ist scharf. Jetzt werde ich die zweite noch scharf machen. Ist vom Prinzip nichts anderes, weil ich sehe gerade, da hinten wird es wirklich off. Hätte ich mal noch 2 Minuten gewartet, da wäre ich vielleicht nicht ein bisschen nass geworden. Ja. Erste Rute scharf, zweite bringen wir auch gleich raus und dann hoffen wir einfach mal, dass das Wetter wenigstens ein kleines bisschen besser wird. Aber man sieht schon, es wird jetzt wirklich sekündlich ein bisschen heller. Also Leute, drückt mal die Daumen, dass was beißt und dass der Regen endlich auch, oder der Schneeregen. Leute, völligst irre. Wie aus dem Nichts hat das jetzt wirklich aufgehört. Da hinten hinter euch ist wirklich rabenfinstere Nacht. Und hier, ja, da seht ihr es, dort kommt schön blauer Himmel. Echt geil. Ja, können wir die zweite Rute schön im Trocknen rausbringen. Da hätte ich vielleicht 3 Minuten gewartet. Da hätte ich nicht die Tropfen abbekommen. Aber naja, unterm Zelt ging das halbwegs. Und wegen den 2 Sekunden da macht das nichts. Die sind ja auch nicht aus Pappe. Ordentlich eingepackt. Passt das alles schon. Ja, hier die gleiche Montage. Jetzt seht ihr sie nochmal im Ganzen, nicht so
unterm Zelt. Hier habe ich ein kleines bisschen größeres Fischen angeboten. Das ist übrigens in 55er Fluro, also recht dickwanstig, sage ich mal. Aber wie gesagt, es ist auch immer mit dem Hecht zu rechnen. Und ja, ist eigentlich relativ hechtsicher. Und wenn ich natürlich einen dran habe, will ich ihn rauskriegen. Deswegen ein bisschen stärker. Und ganz ehrlich, die Quappe interessiert es nicht. Und ein Zander am Fluss eigentlich auch überhaupt nicht. Weil die machen das nicht wie am stehenden Gewässer, prüfen da irgendwas, sondern die hämmern sich das einfach übel zur Sorte rein. Also die gucken da nicht, da ist ein Vorfach dran oder irgendwas, völligster Schwachsinn am Fluss. Wenn die hier kommen, da haben die hier auch, wenn die richtig rauben, überhaupt gar nicht Zeit zu überlegen, nehme ich das jetzt, da kommt irgendwas vorbei, funkelt oder die riechen was, dann tackern die drauf und saugen sich das völligst weg. Könnte auch dann direkt anschlagen, deswegen auch die messerscharfen Haken. So, das Ganze lege ich mir auch schön an die Strömungskante, allerdings ein bisschen weiter dahinter. Sind schon also voll an die Strömungskante, also sind schon deswegen auch diese 3,90 Meter Ruten und richtig hoch, wie gesagt, liege richtig weit draußen. Mal kurz anlupfen hier, da merke ich auch gleich, okay, ich liege am harten Grund und Freilauf auf. Oh, da ist ziemlich zu, also beim Fiedern, da habe ich die auch wirklich immer richtig zu, aber hier beim Raubfischangeln, ja, so, dass sie ein bisschen ziehen können. Jetzt werde ich mir kleiner ein Eimerchen einhängen, obwohl der richtig im Sand drin steckt, der Rutenständer. Ja, und dann kann ich warten, dass entweder was beißt. Heute Abend werde ich auf jeden Fall auf der linken mit dem Fischchen ein bisschen runtergehen. Also hier sind die Größen, dass richtig Quappe kommt. Und dann werden wir das auch richtig geil einsprühen mit so Sardinenspray, Halibutspray. Also Quappe ist ja so ein Stinkefreund, sage ich mal. Aber vielleicht schaffen wir es auch bis dahin schon, den ein oder anderen Hecht oder Zander zu fangen. Gucken, ob überhaupt was geht bei dem Wetter. Wie gesagt, Regen, gerade so kalter Regen an der Elbe, nicht immer gerade so gut. Wenn so kaltes Wasser reinkommt, mischt sich ja auch ziemlich schnell durch die Strömung. Und jetzt kamen auch richtige Massen runter. Es ist dann schon mal so ein kleiner Knick im Wasser, würde ich sagen. Kann schon sein, dass das den Fischen negativ auf den Magen schlägt. Aber wie gesagt, wir können es nur ausprobieren. Wer auf der Couch sitzt, der fängt sowieso nichts. Und wir haben vielleicht sogar die Chance, hier ein paar schöne Fische wegzuhaschen. Vielleicht geht da auch noch mal ein kleiner Wels. Also letztes Jahr um die Zeit ging auch immer mal noch ein Wels, obwohl das jetzt relativ schwierig ist. Aber ja, Elbe ist für alles offen. Hier kann alles passieren. Also, Petri, Leute. Ja, Leute, es gibt doch nichts Schöneres wie so ein schönes, nerviges Glöckchen da oben dran. Ich habe die beide auch schon mit Knicklichtern versehen, sodass ich nachher auch, was ist nachher? Ich nehme an, wir haben es jetzt gegen 14 Uhr, spätestens anderthalb Stunde, geht es langsam nach unten, gerade wenn es so bewölkt ist. Aber da hinten haben wir wirklich jetzt eine schöne blaue Wolke erwischt. Guckt es euch an, richtig geil. Ja, Holle baut auch hier vorne auf. Der macht das ein bisschen anders wie ich, denn der hat ja vor uns, als wir gekommen sind, hier vorne wirklich Weißfische wuseln sehen. Und ich habe es jetzt auch schon gesehen, als hier nicht der Regen war, fischt quasi weiter drinnen, hat deswegen auch die Ruten flach abgelegt. Hier ist kaum Strömung hier vorne, vielleicht liegt er damit auch vollkommen richtig. Hier so im beruhigten Bereich, vielleicht liegen die Fische dort schon ab. Und hat jetzt eine mit Köfi draußen, Montage die gleiche wie ich. Und auf der anderen hat er... habe ich ein Würmchen. Guckt euch an, schönes Würmchen. Da mit die Roller Hölzchen, wie man erklärt, dasselbe Freilauf. Ich nehme aber den Aalpicker dazu heute, weil die sind eigentlich immer sehr abhängig, auch bei schlechtem Wetter. Als ob das an den Ruten liegt. Ja, schön. Schön im Trockenen baust du auf, he? Ja, schön hier im Nassen. Ich habe jetzt angeguckt, das musst du nicht haben hier. Da brauche ich die Regenklamotten nicht anziehen, einwandfrei. Schön trocken. Ein bisschen Sonne kommt noch. Sonne. Sieht schon aus wie Sonne, also gefühlt. Also ich muss mir nachher mal die Handschuhe aufsetzen, wird es hier mal kälter. Also an Händen ist richtig übel kalt. Ja, wie ihr seht hier, Holle, die Aalpicker-Ruten an der Spitze, so hat er seine Bisserkennung, hat da vorne ein Knicklicht dran und packt sie zusätzlich noch auf den Bissanzeiger. Wie gesagt, hier vorne in dem Kessel, ja, so sind wir schön breit aufgestellt. Einer fischt draußen an Strömungskanten und einer hier in den tiefen Kesseln drin. Vielleicht stehen die Fische auch da drinnen, wissen wir nicht. Und Würmchen hast du dran gemacht, weil du Brassen fangen willst oder Grundel?
Ich würde sagen, eine Grundel. Aber über Preisen würde ich mich natürlich auch nicht ärgern. Aber wir wollten noch Raubfisch angeln mit Köderfisch. Es gibt auch Raubpreisen. Nein, natürlich bleibt sich so eine Quappe um ein Würmchen ein. Du hast es, glaube ich, auch eingesprüht mit Leber oder was war's? Das ist so wie Leber und sowas. Zeigen mich aber noch, was wir alles haben. Ja, und deswegen sage ich ja, probieren, vielleicht kommt schon mal eine andere Quappe. Ich tippe ja auf Grundel. Dann ist es leider so, auf Löwen machen. Drück ja, mal den Daumen. Hauptsache Fisch, aber ja. Wie gesagt, gucken wir mal, ob wir jetzt ein paar Räuber gehen. Und ja, auf jeden Fall mit Köderfisch sollte irgendwas funktionieren, obwohl das Wetter wirklich suboptimal ist. Und dein Würmchen, ja, ich tippe drauf, du hast deine Grundel dran, wenn sie noch aktiv sind. Also ja, so im Winter ist das gar nicht so. Ich denke immer nicht, weil im Winter legen die sich doch irgendwo ab. Aber wie gesagt, Leute, ist wirklich kalt in den Händen, man merkt das. Und meine Löffel sind jetzt kalt hier drüben. Ja, aber guckt euch mal Holles Stelle an, hier wirklich, hier ist nicht ein bisschen Wind drauf und so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen das warme Wasser ist und du dort ein paar Bisse kriegst. Ich bin gespannt. Ja, mach mal Fisch. Wir wollen bald Fischsuppe kochen. Komm eben. Fischsuppe, da nehmen wir euch dann mit. Ja, schön. Ich habe so einen schönen Kessel. Den kann man unten befeuern. Da wollen wir dann mal mit euch, wenn es, ja. Wenn es mal nicht zum Angeln geht. Ja, wenn es mal zum Jahresende zugeht. Doch, wir fangen erst die Fische. Ja. Und dann kochen wir mit euch lecker Fischsuppe. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Vielleicht können wir heute schon den einen oder anderen Fisch für die Fischsuppe abzwacken. Falls es dann schief geht, wenn wir es wollen, wirklich. So, na dann, Petri, hey, Leute. Hoffentlich regnet es nicht nochmal. Geht auch immer schnell. Dann spitze ich ihn gerade. Und alles da. Oh. Das kommt hier zum Vorschein. Na bitte. Wie es der Morgo sagte, auf meinem Wurm. A Grundel. Petri, Freunde. Naja. Machen wir so frisch, jetzt wieder raus. Herr Petri, mein Holle. Super gemacht. Wenigstens der erste schon mal kein Schneider. Ja, bei mir an der Rute, da beißt auch. Was jetzt beißt? Ich habe gerade schon mal frisch gemacht. Also da war das Fischchen. Hier dieses Rechte, was ich hier so gerade hin hatte, so ziemlich zermaugt. Also ich vermute fast, da sind auch Grundeln oder Krabben am Werk, obwohl Krabben bei der Temperatur, die wir jetzt haben, ja, nicht mehr ganz so aktiv sind. Und erzähl's nicht weiter. Ich habe Holle seine Grundel genommen, die frische, die hat er abgeschlagen, sich hingelegt, die habe ich genommen und hier drüben dran gemacht. Da habe ich jetzt quasi ein frisches Fischchen, aber das werden wir nicht erzählen, weil er will ja Wurm angeln und ein paar fette Brassen fangen. Oder Holle, du bist auf Brasse heute. Ich bin voll auf Brasse, also er sagt so, dass er auf Brasse aus ist. Ich habe mir deine Grundel geklaut, nicht, dass du die nachher suchst. Wisst ihr, so mal dahin, dann hält er mir meine Grundel weg. Du angelst doch hier auf Brassen. Das stimmt. Und nicht auf Räuber. Ja, mal gucken, was so besser klappt. Jetzt haben wir dann auch mal einen Vergleich. So ein frisches Fischchen, ja, oder die eingefrorenen. Obwohl ich ja der Meinung bin, dass die eingefrorenen, ja, die haben ja so einen ganz besonderen Geruch. Die mappen auch so aus, die stinken mehr für Quappe und Co. besser funktioniert, aber für den Zander. Ja, ist eigentlich so eine frische Grundel hier an der Elbe der optimale Köder, oder? Eigentlich schon. Wenn sie denn gehen und wollen, wie gesagt. Wetterumbruch und Elbe, ja, ist immer so eine Sache. Das ist immer so, wirklich sagen, immer so eine Sache, ist aber immer schwierig. Wenigstens haben wir jetzt Glück mit dem Wetter. Da ist richtig schön blau. Mega cool. So, Stündchen sind wir hier. Holle konnte schon einen Fisch fangen. Ist doch fürs Winterangeln erstmal optimal, oder? Optimal bis jetzt hier oben. Obwohl es nicht der Zielfisch war. Mach Quappe, los. Wir machen Quappe. So, mal gucken, was jetzt zum Vorschein kommt hier. Ja, Freunde, da ist der nächste Kamerad. Wieder eine große Grundel. Guckt euch an. Ja, Petri, würde ich sagen. Raubfisch, Raubfisch, Holle. Der frisst doch Wurm, ist doch ein Raubfisch. Thank you.
So Leute, vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Jetzt wird es dunkel. Heißt, Quappenzeit geht los. Ich werde jetzt mal mein Fischchen ein bisschen tunken. Mit ein bisschen Stinke. Das ist ganz schön zerlegt. Ich werde mir erstmal neues holen. Also hier waren wirklich Krabben aktiv, oder? Wenn man das mal anders machen. Ich werde hier ganz einfach den Kopf abreißen. Ihr seht das also schön unten rausgefressen. Ich werde das hier irgendwo so reinziehen. So. So, Haken ist wieder griffig. Guckt. Und ein bisschen weiter. So, also Haken ist wieder schön griffig. Jawohl. Angeln wir mit Fetzen. Sowieso ein bisschen besser für die Quappe. Und hier habe ich so ein Eimerchen. So Leute, kurzen Break gemacht. Akku war leer. Ja, wie gesagt, hier habe ich so ein Eimerchen mit verschiedenen Sprays. Ich packe das immer in Eimer, weil, ja, vielleicht seht ihr es hier durch das Sprühen und so. Da läuft doch gerne mal was aus. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht im Auto haben. Ich werde hier ein Spray nehmen. Ganz günstiges hier, seht ihr, Sonderposten. Sardine stinkt auf jeden Fall wie die Höllensau und ist ein öliges Spray. Also, ja, sprühe ich mir jetzt hier richtig schönen Ständer voll. Das Fischchen voll. Also, ja, Quappe geht ja so auf die Ruch. Also, damit konnten wir schon gut. Ich habe es direkt an Fingern. Ich wasche mir lieber erstmal die Ende. Schön in der kalten Brühe. Habe ich nachher am guten Griff und dann permanent an Sachen und überhaupt und sowieso ein Helm, ja, weil ich stinke wie Sau. Ja, wie gesagt, Quappe ist ja so ein bisschen Geruchsfisch und ja, jetzt würde ich sagen, ja, den Rest, den mir die Krabben übrig gelassen haben, den biete ich jetzt schön an. Haken ist frei, bleibe da raus an die Strömungskante. Gucken wir mal, ob wir da eine Quappe weghaschen können oder irgendwas anderes. Was da auf den Geruch steht, ist halt nur fraglich. Ob durch den Geruch die Krabben dann auch mehr zum Rumfressen animiert werden. Ich hoffe nicht. Bei Holle am Fischchen haben auch schon die Augen und ein bisschen Kopf gefehlt. Oh. Raus das Luder! Schön Strömungskante, Ruder hoch und jetzt wieder schön absacken lassen. Richtig ran da an die Fahrrinne. Nochmal kurz überprüfen. Ah, liegt noch nicht. Ah, jetzt. Da ablegen, Freilauf auf und ja, Hände abtrocknen, aufwärmen und dann hoffen wir mal, dass hier noch der ein oder andere Fisch kommt. Holle konnte ja schon gute Grundeln fangen. Ah, ich hoffe natürlich auf Zander jetzt oder natürlich Quappe, ja natürlich Oberkrönung. Also Petri Leute. Kommt doch was. Da kommt doch was. Oh. Guckt euch da mal die riesen Grundel an. Ey. Oh. Petri, Freunde, so nicht der Zielfisch. Aber naja, was soll's. Ach, hätte mich schon gefreut. Tipptopp Wetterhalle, oder? Ein super Wetter heute wieder. Leute, auf jeden Fall meter es gerade wieder richtig runter. Ja. Aber auf meinen Fetzenköder war gerade mal Bewegung, oder? Da war ein schöner Biss, hat man gehört, das Plättchen immer wieder mal. Aber, ja. Wir hangen leider nichts. Ich glaube, das Einzige, was wir hier fangen, ist ordentlich Erkältung, fangen wir uns hier ein, oder? Schön schnuppen. Ja, also unterm Zelt geht's halbwegs. Wir sind ja windgeschützt, sitzen trocken und warm angezogen. Ja, ist jetzt gegen 20 Uhr. Wir haben also noch 2 Stunden Zeit. Drückt mal die Daumen, dass es aufhört zu regnen. Ja, klar. Besser wird er. Und dass was beißt. Ja. Ah, dass wir hier für unsere Mühen bei diesem wirklich, wirklich blendenden Wetter wenigstens halbwegs belohnt werden, halt, oder? Das denke ich auch mal. Das ist wirklich ganz schönes Ackern hier draußen. Der Regen jetzt wieder, naja.
Ich habe gerade gesagt, Holle soll mal sein Würmchen frisch machen, aber er war nicht davon zu überzeugen, in den Regen rauszugehen, wegen ein bisschen Wurm frisch machen. Aber nö, ja. Das lassen wir mal so, wie es ist. Ich habe ja vorhin auch gewartet, habt ihr ja gesehen. Ich konnte ja meine Routen im Trocken ausbringen, nicht wie Marco im Nassen. Ja, wir warten ab. Ich denke, was wird er wieder aufhören irgendwann. Hoffen wir. Hoffen wir es mal. Vielleicht fängt es so richtig an. Kann natürlich auch sein. Naja, Alter. Guckt euch an, die Misere. Hallo Quappe! Quappe! Leider nichts mit Quappe, Freunde! Leute, es ist arschkalt, es schifft, es schneit, es macht alles. Es ist 23 Uhr, es reicht, es ist arschkalt. Wir haben wirklich gekämpft, wir haben mit uns gehadert. Ihr seid jetzt Handschuhe alle hier da haben, das ist wirklich Wahnsinn. Also, habt ihr gerade gesehen, den Schneeregen, das war wirklich extrem. Also. So war das jetzt aber die letzten 2 Stunden. Also, wenn man mal pinkeln wollte, also wirklich bloß ein bisschen aus dem Zelt raus hier rausgehen, war auch gar nicht möglich. Also, wir nutzen jetzt mal die Regenpause hier und hauen jetzt ab. Die einzelnen Bisse, also, wir hatten ja vorhin gesagt, ich hatte Bisse auf meinem Fischchen, was ich eingesprüht habe. Ja, als ich es jetzt rausholte, war kurz Widerstand da. Da dachte ich erst, okay, vielleicht hängt doch noch eine Quappe, aber so wie das Fischchen aussah, also waren eigentlich nur noch Kräten dran. Ich würde gerade sagen, total zerschnitten, aufgefetzt, ja, alles also Fleisch weg. Also. Völligste Krabbenbewegung unter Wasser, würde ich behaupten. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall demnächst nochmal. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück mit Wetter, also ich vermute fast, dass es so ein bisschen am Wetter lag, dieser kalte Regen. Ja, Elbe ist immer so ein bisschen wetterfühlig, ja. Und Ostwind haben wir, glaube ich, noch dazu. Also optimale Bedingungen, ja. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn es wieder heißt. Das ist Angeln. Also, haut rein.